Also Leute, Rätselhaus. Bing, bing, bing. Alles klar. Rätsel. Auf geht's. Letzte Aufgabe für heute, liebe Leute. Ein bisschen Rätselhaus. Liebe ich. Super lustig dort. Jetzt pass mal auf. Ja, da gehen wir rein. Und du wirst beobachtet. Na, habt ihr das Funkeln gesehen? Nämlich hier. Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Hab ihn gefunden. Sehe und staune. Ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Hüllen. Man nennt mich Rätselmeister. Erfreut, dich kennenzulernen. Du bist hier, mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Da ist er weg. Und es ist ein sehr verrücktes Haus, weil hier gibt es immer wieder andere Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wie oft. 5-mal, 6-mal, weiß gar nicht mehr. 8-mal, weiß nicht. Ich guck mal. Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du hindurchgehen? Klar. Und dann haben wir hier schon ein Labyrinth aus Pflanzenbüschen. Und genau deswegen brauchen wir Zerschneider. War super gesprochen. Danke. Heute bin ich sowieso motiviert mit Charakteren reden. Ich hoffe, ich habe alle gut gesprochen bisher. Der Grudon versteckt mich auch immer unter Tische, damit man mich nicht sieht, wenn ich Essen auf dem Tisch klau. Lol. Servus, Grudon. Auf jeden Fall. Ja, dann holzen wir mal die Büsche weg hier. Los, Wolf. Mach sie alle nieder, die Büschlis. So, ich mag die Rätselräume, das ist super. Voll lustig. Gibt's immer was anderes. Dieses Mal sind halt Zerschneiderlabyrinth, aber es ist jedes Mal was völlig anderes. Was halt echt lustig ist. Und es ist, glaube ich, ein bisschen ordenabhängig. Doch, es ist ordenabhängig, wann er wieder einen neuen Raum hat. Nach allen zwei Orden, glaube ich? Warte mal, ich weiß es nicht mehr auswendig. Wenn wir aber schon daher sind, möchte ich es euch auch richtig erzählen. Es war irgendwie ordenabhängig. Jetzt pass mal auf. Ich weiß es nicht mehr genau. Prüfungen. Nach jedem neuen Orden tatsächlich doch, echt? Es gibt 8 Prüfungen. Ach, dann sind es tatsächlich 8 gewesen und nach jedem Orden gibt es wieder eine neue Prüfung, immer wenn man einen Orden hat. Holst du quasi alle 8 Orden und hast bisher nie was gemacht, kannst du alle 8 Rätselräume hintereinander gleich machen. Ah, genau, man muss immer hier diese Klopapierrolle finden. Das ist eine Schriftrolle. Die ist wichtig, aber ich mache hier alles auf. Ja, Essen schmeckt geklaut besser als so, sagen zumindest unsere 4 Katzen. Lol. Ja, die haben recht. Das ist so. Frisch geklaut schmeckt's doch am besten. Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebannt. Gebahnt. Sehr gut. Friederike! Myrapla! Hetrope! Meine Fresse, das ist alles nicht gut. Komm zurück. Los, Nama. Mach sie fertig. Nein. Nee. Why? Why are you doing this? Lockduft. Fluchtwert sinkt, ne? Flügelschlag. Perfekt. Aha. Das war's. Warum nimmst du das so ernst? Weil hier geht's um alles. Ich werde als erstes hier den Ausgang finden. So. Was? Keine Ahnung. So, hier geht's halt um alles. Ich will der Sieger sein. Hier, da ist gar nichts drin auch. Warum zerschneide ich den? Ich will das Item holen. Ich will die Rätselräume schon zu 100% machen, Leute. Okay. Gut, haben wir das. Ich bin nützlich! Das ist so! Sehr sogar. Oh, ein Zickzackbrief. Oh, süß. Ja, Briefe haben hier natürlich schöne Motivis.
Können wir das anschauen? Prüfen! Ja, schau mal, wie süß dieser Brief ist. Ne? Konnte man dafür benutzen, tatsächlich dem Pokémon das zu tragen zu geben. Und wenn man dann ein Pokémon getauscht hat, ja, dann konnte man halt dadurch noch einen schönen Brief hinterlassen, nicht? Hallo Nama! Na du? Wir kommen im Rätselhaus. Du bist fast erwachsen. Du bist 17. Du bist bald 18. Und bald, bald bist du ein wunderschönes Schwalboss. Erstmal weiterkämpfen. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Naja, das ist ein Meister und er macht Rätsel. Und er ist ein Meister. Göre Robin? Okay. Ineko! Es ist so süß. So, Aquaknarre. Ich empfinde mich eigentlich eher als 23. Ja, noch bist du aber 17. Aha, Anziehung. Oh nein, das ist unfair. Hydropie ist jetzt verknallt in den Neko. Das geht tatsächlich nur, wenn... Naja, eben tatsächlich, wenn wir anderes Geschlecht sind. Ineko ist weiblich, wir sind männlich. Drum funktioniert Anziehung, das ist super lustig. Ist starr vor Liebe. Das ist eigentlich so eine süße Attacke, keine Ahnung, aber super nervig. Jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Hydropie hat's nicht einfach. Na gut. Na mal schnell, wir machen dich 18. Aha. Geht nicht, bin paralysiert. Flügelschlag. Hey. Nama, bitte sei nicht paralysiert. Oh mein Gott. Klar, ist ja auch wieder männlich, ja. Ja. Klar. Also, können wir vielleicht auch mal angreifen, oder? Ja, das ist okay. Oh, es geht raus. Nama, krass. Du widerstehst Paralyse und Anziehung. Krasse Geschichte, wirklich. Level 16, nice. Hat nicht ganz gereicht. Oh, Knilz, jetzt aber. Ich würde nur Blubber anziehen. Ja, und wer zieht dich aus? Gut. Tschüssi. So, und... Zack, Level 18. Fantastisch. Als nächstes wird Meryl eingesetzt. Ja, da brauchen wir jetzt aber auch keine. Nama ist 18, jetzt ist es nicht mehr illegal. Was? Hä? Warum musst du das noch fragen? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Knilz töte ich gern. Absolut, du hast es ja so aus dem Leben weggefegt. Voll gut gemacht. Na, Gekko, nutzt du den Controller gerade, den ich dir geschickt habe, weil ist ja exklusiv für Pokémon Rubin kompatibel, aber nicht mit Saphir. Ja, richtig. Richtig, den nutze ich gerade. Ist, ja, hier. Nee, Grudon war so mega freundlich und hat mir einen zweiten PS2-Controller zukommen lassen. Voll nice. Vielen Dank einfach. Echt der Grudon loben und so. Voll cool. Echt. Mega. Was, hier, was wird das eigentlich? Kai, kannst du wieder nichts, oder? Kai macht so viel Schaden. Ja, nee. Halt nicht so. Halt, Kai hat vielleicht einen Schaden, aber er macht keinen Schaden. Aha, ja. Großartig. Tackle. Dankeschön. Weißt du, Kai, Nama hätte das viel schneller geregelt. Nein, nicht mal Level 15, nicht mal ein Level up. Kai, was kannst du eigentlich? Ich verlor ganz Gedanken verloren. Okay. Hydropie entwickelt sich! Zeit wird's. Und wir haben ein Morabel. Dein Hydropie wurde zu einem Morabel. Sehr gut, du lernst Lehmschuss. Perfekt.
Ja, Mann, Morabel. Ja, grundsätzlich gegen eigentlich Lehmschelle. Joa. Oder Tackle, erstmal Tackle. I guess. Oder. Da sind wir uns einig. Jetzt können wir über das Ausziehen sprechen. Ja, unbedingt, Nama. Hä? Ja, komm, egal, Tackle, was weiß ich. Was? 8 Stück? Vermehren die sich bei dir? Wer? Wer vermehrt sich mit wem? Wohin? Was? Was? Ja, wenn ich schon 8 Stück daheim hatte, dann kann man einen schon abgeben. Ja, ein bisschen. Ja, 8 PS2-Controller, das ist unfassbar. Die vermehren sich durch Vibration halt, ne? Die haben ja, ne? Und so, und... Ja. Da vibriert's dann ganz schön und... Zack, Baby-Controller. Mhm. Blubber die Spießen aus dem Boden wie die Schwammerl aus dem... Ah, das Schwammerl-Schlaraffenland, sagst du. Ne, Blubber? Weißt du Bescheid. So, das war's. Achso, das war's noch nicht. Mei. Das Wichtigste haben wir noch nicht. Schau, wenn man nämlich zuerst hier hinkommt. Die Tür ist verschlossen. Bei näherer Betrachtung findet sich ein Hinweis. Schreibe hier den geheimen Code auf. Deswegen müssen wir nämlich zur Schriftrolle. Du bist so fies. Hä? Wie, Blubberchen? Was ist denn jetzt los? Weiß ich gar nicht, was du hast. So, also wir haben auf jeden Fall ein Morabel jetzt das erste Mal. Ich schicke jetzt Blubber mal hoch, denke ich. Du bist 18, 14, ja, genau. Ja, ja. Hast meinen Kai-Spruch gelesen, der war witzig. Stimmt, ich wollte ihn erst lesen. Pass mal auf. Genau, da war ja was. Kai kann genauso viel wie sein Anfangsbuchstabe. Karren nichts. Oh mein Gott! Er kann Karren nichts. Sehr gut. Das, schön! Schön! Ja. Bin ich nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet? Ah, ich bin nur zufällig. Ja, dann. Ja, Zufälle gibt's nicht. Knilz und Kapilz brauchen unfassbar viele XP. In Gen 3 haben sie diese XP-Gruppe eingeführt, die 1.640.000 XP bis 100 brauchen. Keine Ahnung, was die damals geritten haben, sowas einzuführen. Ich weiß auch nicht genau, mal. Ja, sie. Brauchen, also bis Level 100 sowieso super viel, aber ich glaube, es geht. Also, ja, Knilz, es dauert einfach ein bisschen zu trainieren, das ist so. Aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Knilz auf Kapilz trainiert habe. Level 23 sogar, gar nicht 25. Es ist ja bald, haben wir es bald. Aber ja, ist viel. Es ist viel. Blubber schreckt zurück. Hey, Blubberchen, was ist passiert? Na gut, Makit, dann brauche ich dich. Gecko, das ist ganz einfach. Jetzt hast du einen männlichen und einen weiblichen Controller und der männliche Controller fragt dann eine Biene, ob sie den weiblichen Controller bestäuben kann. So setzt man Duplex ein. Und dann vibrieren die Nippel am Controller. Und dann passieren Dinge. Ganz genau so, Rudon. Kommen Baby-Controller auf die Welt. Und das Kabel, was mir dann einsteckt, ist so die Nabelschnur. Okay, jetzt wird's echt wirklich seltsam. Aha. Aha. Blubber. Ah, komm. Was wärst du eine Stadt, wärst du meins? Wärst du eine Stadt, wärst du meins? Das ist ein Anmachspruch, der interessant ist, auf jeden Fall an der Stelle. Hä, hey, ich hab B gedrückt! Ich hab B gedrückt, du Affe! Was machen Sachen? Blubber, was machst du da? Bitte heul jetzt nicht rum. Was macht Blubber da auf einmal? Du musst da wieder raus. Du musst da wieder raus. Du musst irgendwie, weiß nicht, Kai, I guess?
Ah komm, die haben im gleichen Atemzug auch die 600.000 XP-Gruppe eingeführt. Das ist ein Unterschied von über 1 Million. Das steht doch in keinem Verhältnis. Das ist tatsächlich kein Verhältnis. Das ist wohl dann so. Ah. Was passiert hier eigentlich im Chat? Ich weiß es nicht. Dinge. Die dürfen so passieren. Okay, da die beiden so schön aufgeklärt haben, weiß ich jetzt auch, was ich zu tun habe. An den Nippeln rumspielen? Vom Controller! Wir müssen dieses Zickzack jetzt besiegen, bitte. Ich will aus dem Rätselhaus raus. Alles. Da passiert alles. Das ist so Egelsamen. Ja, richtig. Und die Kontrolle ohne Nabelschnur sind dann schon sehr erwachsen, schon fast Senioren. Und dann sterben sie irgendwann. Ende. Einfach traurige Geschichte auf einmal. Was ist das für eine Wendung? Was passiert hier eigentlich alles? Was ist hier eigentlich los? Absorber. Ja gut, ne? Also Kai ist halt... Kai ist einfach kein Vergleich zum restlichen Team. Ich hab nicht gelacht, ihr habt gelacht. Nama, kannst du den Waschbär da weghauen, bitte? Wäre ganz cool. Ich bin nicht so der Typ für Dreiergeschichten, weißt du? Hä? Ach so. Es ging wirklich um, Ach so. Ach so. Sorry, Wanama macht mich hier ganz wuschig. Wie soll man sich da konzentrieren? Weiß nicht. Das ist hier wirklich so. Wie soll man sich hier konzentrieren? Alles ist hier. Wuschig. Bitte nicht ausziehen im Chat. Nun habe ich verloren. Deine Kleine? Ich hoffe nicht. So, hier. Brix findet eine Schriftrolle. Brix lernt den geheimen Code, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Zum Glück. Damals habe ich echt befürchtet, man muss das sich merken, weißt du? Ist so nicht. Und was steht da so? Brix hat den Geheimcode auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. Na also. Da wartet er und da hat er ein Loch gegraben. I don't know. Können wir eigentlich gehen, ohne dass wir ihn ansprechen? Ich glaube ja, dann passiert was. Genau. Nun! Du ignorierst mich! Das bricht mir gleich das Herz! Entschuldigung, Rätselmeister. Ja, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Ja, gut, denn du hast dir diese Belohnung verdient. Ein Sonderbonbon. Sonderbar. Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du dich gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Tschüss. Ah, ich liebe das. Ich liebe dieses Rätselhaus. Das ist eine super lustige Idee, ne? Sehr schön. Der Sound verwirrt mich jedes Mal. Denk immer, jemand hat ein Ticket gelöst. Beim Sprechen meinst du? Dieser Klick-Sound, ja? Vielleicht soll das so. Sehr schön. Das war's mit dem Rätselhaus.